Kapitel 5. Die ruhige Naturgewalt. In einem seltenen Anfall riss ich das Wort einmal an mich, um die Lage zu erklären. Mit gutem Grund. Naiv war offensichtlich auch dieser Groudon. Aber die Falschinformation, welche das X-Bad bisher verstanden hatte, könnten an diesem Punkt ein Schaden werden. Es war Zeit, mehr von der Wahrheit zu erklären. Mehr. Nicht alles. Das Problem ist simpel wie kompliziert. Ich bin kein Wesen dieser Welt. Dieser Welten. Kein Wesen von Welten. Auch wenn Luna es nicht verstanden hat, als ich es bei unserem Treffen erklärt habe. Also hör auch du gut zu. Ich komme nicht aus Welten. Ich komme aus einem Ort, der alles ist. Außer etwas. Ich komme aus dem puren Nichts. Abseits von allem, was ist. Aber neulich bin ich erwacht. Nach einer Ruhe ohne Dauer. Denn im Nichts gibt es keine Zeit. Und als ich erwachte, ich war in einem Wald. In jenem Wald, in welchem Luna wacht. Ich bin hier nicht aus freier Entscheidung in eurer Welt. Ich bin hier, da ich hier bin. Und genau das ist mein Problem. An dem Ort, an dem ich sein will, gibt es kein Hier. Wo und wann waren Fragen ohne Antworten. Und ich will zurück. Bitte was jetzt? Natürlich würde auch er es nicht verstehen. Materie. Gut, ich formuliere es so simpel, wie es geht. Ich stamme aus einem Ort außerhalb aller Welten und bin nach einer Rast, die in eurer Zeitrechnung Jahrhunderte gedauert haben könnte, in dieser Welt erwacht. Und nun will ich zurück. Aber das ist nicht, was du mir damals erklärt hast. Doch, du hast es nur nicht verstanden. Und ich hatte keine Lust, dein Unwissen zu berichtigen, da es ohnehin wenig ändert. Aber natürlich ändert das etwas. Das ändert alles. Den gesamten Grund, weshalb wir unterwegs sind. Wenn du in deine Heimat zurück wollen würdest, dann wäre ja alles klar, aber wenn du gar keine Heimat hast, dann... Du denkst zu sehr wie wir, Luna. Versuchte gerade ein Wesen von Materie mit einem Gespräch über das Nichts zur Hilfe zu kommen. Ich kenne dich. Du verstehst gerade noch nicht, warum er wieder aus dieser Welt verschwinden will. Wenn er doch hier leben könnte und gar kein Zuhause hat. Aber er hat ja ein Zuhause. Also irgendwie nicht. Aber dass es nichts ist, macht es ja aus. Du überraschst mich, Groudon. Genau da sie so etwas nicht verstehen konnte, habe ich Luna gegenüber nicht über das Nichts geredet. Nur weil ihr etwas braucht, um zu sein. Heißt das noch lange nicht, dass ich es auch tue. Im Gegenteil. Materie, Pokémon, Leben. Es ist mir alles fremd und abwegig. Versuche einmal zu verstehen, wenn du denn in der Lage bist, X-Bad. Der Wind, den du spürst, erzeugst und nutzt, er ist dir so normal. Verstehst du nun, weshalb er mich so abgestoßen hat? Bei unserer ersten Begegnung? Ein leichter Zug? Man lernt ihn zu lieben oder zu ignorieren im Verlaufe der Zeit, aber ich war nie. Ich lernte nie, ihn zu tolerieren. Ich bin es nicht gewohnt. Für mich fühlt sich ein Stoß eines Schlages deiner Flügel an, wie für dich der Schlag Tausender.
Oder das Rauschen deines großartigen Meeres. Du liebst es, dieses Rauschen, bist es gewohnt. Für jemanden, der die purste Stille auf ewig lebte, was schätzt du, wie wäre es für ihn? Also, ich schätze nicht so toll. Es wäre irgendwie laut oder nicht? Irgendwie laut? Du hast mich gesehen an dem Ort. Es brennt sich in den Verstand ein. Ein endloses Feuer, welches in ihm brennt. Schmerz mit jedem Schritt. Schmerz auch ohne Schritte. Ein Albtraum. All diese Reize, die diese Welt so überfluten. Jeder einzelne von ihnen ist viel, viel, viel zu viel. Wozu soll ein Wesen Geräusche brauchen, um zu sein? Gegenstände, Farben, Gegenden, Raum und Zeit. All dies macht einen schwächer, wenn das Ende des Tages erreicht ist. Ohne Zeit kann der Tag nie enden. Ohne Raum hat man nie alles gesehen, was nicht ist. Es sind alles nur Limits, die eure Götter euch Materie auferlegen. Im Wissen, dass Materie nicht bereit für die Ausmaße des Überewigen ist. Während ich mich so in Rage redete, hörte Luna bloß zu, schien mehr und mehr zu versinken, ohne dass etwas war, in das sie versinken könnte. Also, du hörst, was er sagt, Luna. Ich bin durchaus bereit, dir auf dieser Mission zu helfen. Insofern du dich jetzt nicht selber davon machst. Nein, ich helfe natürlich weiter. Ich kann jetzt nicht einfach umdrehen, aber... Das heißt nicht, dass ich es verstehe. Selbst wenn all die Eindrücke einen überfordern, ist es nicht viel schöner, sich an sie zu gewöhnen und sie zu haben, als für alle Ewigkeiten nichts zu erleben. Für Wesen von Materie vielleicht. Im Wissen, dass ich nicht umgestimmt werden würde von meinem Plan, der im Verstand dieser Wesen bloß eine Abreise war, flog das Mon wieder etwas höher. Also gut, dann machen wir wohl weiter. Groudon, der Plan ist relativ simpel. Wenn sie Arceus vertreten, der diese Welt kreiert hat, können Palkia und die Alga-Tempel bestimmt dazu helfen, wieder in sein Nichts zurückzukehren. Aber dazu müssen wir es schaffen, dass sie uns anhören. Und du kennst die Stimmen des Lebens. Sie werden uns nicht einfach zuhören. Deswegen wollen wir Wächter sammeln. Wenn wir genug sind, dann müssen sie uns zuhören. Nachdem wir bei Bo schon gescheitert sind, haben wir uns aber entschieden, dass wir auf schnellstem Weg zum Verhängnisturm reisen. In der Hoffnung, auf dem Weg vielleicht noch dich und Terra zu rekrutieren. Und, naja, jetzt sind wir eben hier. Groudon wirkte kurz nachdenklich. Letztlich, aber ohne Zweifel. Ich verstehe. Also ist der Plan, den Sumpf als nächstes zu durchqueren, nicht? Also, an sich ja. Aber ich hatte überlegt, erst für die Nacht einen Unterschlupf zu suchen. Es soll ein Unwetter geben, das heißt, nicht einmal den Mond kann ich sehen. Als wäre es eine ernste Frage gewesen, hob Groudon kurz seine Hand gen Himmel. Zwischen seinen Krallen schien auf einmal die Luft zu kreisen und elektrische Spannung entstand. Selbst Tropfen reinen Wassers bildeten sich. Was sollte das auf einmal? War dieses Pokémon kein Bodentyp? Strom? Und Wasser? Nun, das stimmt jetzt nicht so ganz. Der Sturm wird erst in den frühen Morgenstunden auftreten. Sollten wir nun aufbrechen, gen Himmelsturm, würde er uns um... ich denke, 5.38 Uhr erreichen. Mit starkem Wind ist jetzt nicht zu rechnen. Das heißt, auch dein Flug wäre nicht beeinflusst.
Ring wird's geben, aber vor allem südlich in Richtung Forst und Meer. Blitze werden ebenfalls nicht für dich gefährlich, wenn du nicht gerade auf einer Höhe von über 33 Metern fliegst. Denn niedriger werden sie gerade in der Nähe des Sumpfes nicht sinken. Dort kann man, glaube ich, sogar ja mit einer Höhe von Richtung 37 Metern rechnen. Auch die Temperatursenkung wird eher gering ausfallen. Es wird ein zahmer Sturm. Eher ein Vorspiel für den Ausbruch, welcher voraussichtlich in wenigen Tagen bevorsteht. Ich mag kein Experte mit euren Ausdrücken und Konzepten sein, aber was du gerade von dir gegeben hast, hört nicht nach etwas an, was ein Pokémon wissen sollte. Erkläre mir, wovon redet ihr beide? Wie sie es so gerne tat, antwortete Luna, obwohl primär jemand anderes angesprochen war. Also, sagen wir es mal so. Ich hab dir ja schon erklärt, wie nah ich dem Lunaren stehe. Und du hast Bo nicht viel erlebt, aber seine Affinität zum Meer hast du mitbekommen. Eigentlich haben wir Wächter alle so ein bisschen unsere Macken, wenn man ganz ehrlich ist. Und Groudon hier ist ganz fanatisch, wenn es um Unwetter geht. Um Stürme. Und jeder wäre es, würdet ihr sie verstehen. Ist es denn meine Schuld, wenn ihr euch einbildet, dass ein Ausbruch immer schlimm sein muss? Ah ja. Und was genau ist er nun? Dieser Sturm? Das fragst du wirklich. Stürme sind ein Zeichen der Natur höchst selber. Sie sind die Definition des Begriffes Naturgewalt. Denn auch in der Natur gibt es Leben. Die Natur ist am Leben. Wenn auch auf eigene Weise. Und auch sie spürt Frost, Zorn, Hass durch all die schlimmen Dinge, die geschehen. Und all die blinden Mon blicken auf die Stürme, Ausbrüche von Regen, Wind, Blitz, Donner und denken, sie wären eine Strafe. Aber nein, sie sind keine Strafe. Im Gegenteil, sie sind die Erlösung vor einer solchen. Die Stürme. Sie entladen die Negativität der Natur. All der Schmerz und Zorn wird freigelassen in einer Weise, welche der Welt sogar hilft und nicht schadet. Wenn der Sturm einen Baum entwurzelt, es ist keine Strafe. Es ist natürliche Selektion. Eine Pflanze solcher Schwäche ist eine Gefahr für den Wald und die Wesen in ihm. Der Sturm entledigt sich und schafft stattdessen ein Quell der Nahrung für Pflanzen und Tiere. Der Regen, welcher hinabstürzt. Manche sehen ihn nur als Hindernis im Leben in der Freiheit. Doch, was würden denn Pflanzen tun, würde ihnen nicht dieses Wasser geschenkt? Die Blitze sind das eine, was nicht einen völlig direkten Nutzen hat. Sie entstehen nur, wenn die Energie, welche die Natur freilassen muss, zu viel ist, um sich alleine durch Wind und Regen zu entladen. Ohne dass Wind und Regen Zerstörung brächten. Der Sturm ist der Weg der Natur, unsere Sünden zu verzeihen. Und die Welt zu heilen. Und gleichzeitig sind sie so mächtig. Sie haben die Macht, alles niederzureißen. Der einzige Grund, weshalb sie es nicht tun, ist Gnade. Der Sturm ist ein Herrscher, welcher ich auch sein möchte. Mächtig, furchteinflößend. Doch gerecht und gnädig. Die Macht, jene zu zerstören, die Schaden anrichten wollen. Und die Güte, jenen zu verzeihen, die es ungewollt tun. Wahrlich, es war, wie Luna es gesagt hatte. Auch dieses Pokémon war besessen von einem Element, welchem die wenigsten Achtung schenkten. Mach dir keinen Kopf, wenn dir das Ganze nicht geheuer ist, Tempo. Groudon kann viel über den Sturm reden. Auch wenn es nicht besonders viel Sinn macht. Es macht nicht weniger Sinn als deine eigene Besessenheit mit dem Lunaren.
Doch natürlich. Der Mond hat noch nie Schaden angerichtet. Er ist eine rein positive Instanz. Stürme zerstören Dinge. Warum sollte man sich gerade zu ihnen hingezogen fühlen? Nun, insofern du mir gerade zugehört hättest, würdest du es verstehen. Du würdest besser daran tun, als Nacht für Nacht einem nichtstuenden Lichtball am Himmel anzubeten. Der Sturm macht zumindest seinen Teil für die Natur. Aber darüber könnten wir uns so in Stunden streiten. Wir wissen beide, dass es kein Ergebnis hätte. Der Punkt, den ich machen wollte, war am Anfang eh nur, dass wir durchaus reisen können. Der Sturm wird noch eine Weile brauchen und selbst dann nicht stark sein. Also, wenn ihr nicht wollt, dass wir Zeit grundlos verschwenden, die Tempo in seiner Heimat verbringen könnte, dann will ich aufbrechen. Luna, rechnest du eigentlich damit, dass wir bei Terra Erfolg haben? Von dieser Frage zeigte sich, dass Mon beschämt? Woher sollte ich das wissen? Ich kenne ihn nicht. Immer noch. Was? Du kannst nicht jedes Mal entschlossen denselben Plan erzählen, aber dann nie die Entschlossenheit haben, ihn selber umzusetzen. Ich weiß das doch selber, aber meine Idee ist ja eher ein Traum als alles andere, das weiß ich selber. Es gab noch nie eine Lage, in der so etwas wirklich geschehen würde. Was habt ihr nun bereits wieder, in das ich nicht eingeweiht bin? Es ist nichts. Ach ja, das glaubte ich kaum. Und Groudon wusste, dass Luna nicht die Wahrheit sagte. Luna will den Wächter des Sumpfes seit Monaten fragen, ob sie ihre Territorien tauschen wollen. Es ist etwas eigen, da die Wächter der Region extra erwählt wurden, da die Einheimischen ihnen trauen, doch bei den beiden macht es Sinn. Was soll denn Luna in einem Wald, wenn sie jede Nacht den Mond anstarren will, was die Baumkronen erschweren? Und Terra auf der anderen Seite im Sumpf hat seine große Leidenschaft in den Pflanzen, lebt aber in einer Gegend ohne einen einzelnen Baum. Würden sie tauschen, hätte Terra den Forst, den er so liebt, und Luna hätte beste Sicht auf den Mond in der Nacht. Nur traut sie sich nie, Terra drauf anzusprechen. Diesmal schon. Du wirst schon sehen.